Du spielst kein Finster, sondern eine französische Comtesse. Vergiss das nicht. Oh, Monsieur Jackson, bonjour. Guten Tag, Josephine. Ja, es tut mir leid, dass ich mich verspätet habe, aber die Wall Street war vollkommen verstopft. Ach, wir haben überhaupt nicht auf die Uhr geachtet. Komm, ich ungelegt. No, partitur. Selbst als ich diese Reise machte, um zu fliehen, und er mich fand, als seine kalte Stimme mir am Telefon sagte, dass mein Bankkonto gesperrt ist. Sie müssen sich unbedingt schalten lassen. Selbst da habe ich nicht geweint. Das Einzige, was mich rührbar verwirrt, ist Freundlichkeit. Sie dürfen auf keinen Fall zu ihm zurück. Ach, das ist leicht gesagt, ne? Ich sitze praktisch ohne einen Cent in einem völlig fremden Land. Also Sie haben doch immer noch die Pfandbriefe, von denen Sie mir erzählt haben. Ja, da wollen wir kein weiteres Wort mehr darüber verlieren. Ich bestehe darauf, sie Ihnen abzukaufen. Bitte, ich habe den Scheck gleich mitgebracht. Hier, $50,000. No. Elizabeth! Ihr Männer seid doch alle gleich. Schon mit einer Frau in Not habt ihr leicht gespielt. Sie meinen, mit einem kleinen Gefallen können Sie sich erkaufen. Den Weg in Ihr Bett? Ja. No, danke, aber diese Art von Gefallen brauche ich nicht. Halt mein Scheck! Ich will nicht Ihren lumpigen, miesen, kleinen, schmutzigen Scheck. Boah, hast du es geschafft? $50,000. Ich bin im letzten Moment noch eingerutscht. Hast du gesehen, wie ich den Scheck ausgetauscht habe? Ja, ich schon. Er aber nicht. Heute fand ich es besonders gut. Und wie fandst du mich? Ein bisschen zu dick aufgetragen. Ach, ihm hat's gefallen. Elizabeth! Lassen Sie sich offen, lassen Sie offen, ich werde erwartet. Marquesa, fürchte, habe mich verspätet. Aber das machte doch nichts, Sir George. Er verwaltet meine Finanzen schon seit Jahren. Aber ich garantiere Ihnen, dass er mich bitten wird, das Zimmer zu verlassen. So diskret ist er. Das wird er sein. Moment! Ah, Marquesa, stopp! Grüezi. Danke. Nix. Dr. Grüezi, Sir George Smith. Sehr erfreut, Sie kennenzulernen, Sir George. Ja, bleiben Sie ruhig sitzen, dann ganz meinerseits, Dr. Strigley. Mein Lieber, wir haben gerade Ihren herrlichen Hyde Park bewundert bisweilen. Ach, Sir George, das ist gar nicht leicht für mich seit meinem Unfall. Andauernd habe ich die hübschesten Pflegerinnen um mich herum. Ja. Ja, die Früchte hängen zum Greifen nach. Und ich kann sie nicht pflücken. Pardon. Ich kann sie nicht pflücken. Oh. Kann sie nicht pflücken. Wir hatten gutes Wetter in der letzten Zeit. Ja, das Wetter war in der Tat gut. Jedenfalls besser als die Handelsbilanz. Schatzen, Doktor. Wir Schweizer scherzen niemals über Gelddinge. Ja, wir Briten müssen es, leider. Ihr werdet auch das schaffen, oder? Oh, ja, apropos Bankwesen, ihr Schweizer habt etwas erfunden, da wären wir Briten nie drauf gekommen. Ja, ja. Das Kräuterbonbon. Ja. Rezeption, ja. Wenn du dich so fühlst, wie ich mich fühle, dann fühlst du dich miserabel. Guten Morgen, Charlie.